Und heute steht das Replay mal wieder ganz unter deutscher Flagge und damit herzlich willkommen hier zum Replay vom Matze 337 mit seiner Rohen. Damit ist er hier Top-Tier. 9er, 8er, 7er Gefecht. Also von dem her läuft's für ihn. Und jetzt schauen wir mal, was wir hier so sehen. Natürlich am Anfang wieder ganz klassisch etwas schneller Fast Forward. Hier die Pensacola, auch da lasse ich noch ein bisschen schneller laufen, weil die ersten Hits, da passiert in der Regel noch nicht so viel. Hier jetzt hinten die Hipper und jetzt gehen wir mal in die Live-Geschwindigkeit, weil jetzt wird es da doch deutlich mehr schon, auf was er direkt schießen kann. Schüsse auf die Hipper kommen da jetzt auch an. Wurde hier auch satt getroffen, also hat schon die ersten 8000 Hitpoints da einzubüßen. Allerdings hat er ja natürlich mit dem Schiff die Möglichkeit, sich zu heilen. Den klingt zwar ein bisschen kurios, aber ja, er kann sich hier wiederherstellen. Was ist da mit der Hipper? Die bekommt schon ordentlich eins auf die Luke. Allerdings haben wir noch keinerlei Zitadellentreffer gesehen. Das wäre jetzt mal Zeit. Ich würde es ihm ja gönnen. Aber die ist sehr hartnäckig da scheinbar. Die will sich wohl... Ah, da. Ich muss nur lang genug danach schreien und schon kriege ich hier die Zitadelle zu sehen. Vielleicht kriegen wir jetzt auch direkt den Killshot. Nein, ganz knapp. Rettet sich da hinterhalb der Insel. Da drüben kommt jetzt ein Zerstörer gehörig nahe. Da die Mahan, meine ich. 12 Kilometer, hat auch schon HE geladen. Mahan kommt da immer näher. Fubuki deckt den da auf. Jetzt dreht er sich so rein, dass er mit allen Geschützen draufkommt. Pensacola auch gewaltig nahe. Aber Pensacola sollte jetzt hoffentlich ein, zwei Hits von den Torpedos abbekommen. Jetzt hat er hier AP geladen. Die Schüsse... Wenn sie treffen, gutes Zitadellenziel. Ja, 10.000er Treffer. Schön. Und einen bräuchte er noch, da macht er die weg. Und dann geht es hoffentlich weiter mit der Mahan. Ja, und dann nochmal die Zitadelle und die Zerstörung tritt hier ein. Jetzt gibt es wieder HE-Granaten. Mahan ist scheinbar immer noch im Cap. 7,4 Kilometer lediglich weg. Da ist jetzt nicht mehr viel Distanz zwischen den beiden. Steht jetzt im Rauch, damit nicht zu sehen. Und er legt mir hier so einen kleineren Fächer dann da rein. Mahan cappt das Ding jetzt auch wirklich durch. Wenn er jetzt nicht noch treffen sollte. Aber nein, er trifft nicht. Hat jetzt wirklich sich den Punkt da einverleibt. Jetzt macht er hier seine hydroakustische Suche an. Sieht man hier ganz schön. Und da ist er jetzt offen. Jetzt kann er da loslegen. Und jetzt geht die Mahan auf. Und bis die jetzt erstmal in Fahrt kommt, da dauert es auch noch ein bisschen. Also das ist jetzt mal nicht ganz so schnell passiert. Und er hat hier natürlich sogar seine Sekundären. Und jetzt ist er zerstört und damit ist die Mahan rausgenommen. Fein gemacht. Und da viele Torpedos im Wasser. Und er schreibt auch Hydro Best. Ja, die hydroakustische Suche. Wenn man sie braucht und sie einem hilft, dann macht sie richtig Spaß. Hier jetzt mit dem Aufklären Richtung Lexington zu schießen. Aufklärer ist da in der Luft. Damit kommt er jetzt eben auch auf diese sehr weite Distanz gut drauf. Bisschen drüber geschossen. Ist in der Ansicht, finde ich auch nach wie vor, wirklich nicht so leicht, da gut zu treffen. So, jetzt trifft er einen Treffer allerdings auch nur. Anzünden. Schafft er hier aktuell noch nicht. So, jetzt werden die Treffer wenigstens mehr. Das Schiff brennt jetzt auch. Da haben dann die Bomber ihr dazugehöriges getan. Er hat jetzt auch nochmal einen Brand gesetzt. Na, jetzt dreht sie da ein bisschen bei. Das heißt, er muss ein bisschen weiter runterzielen. Aber ich glaube, er groovt sich schon langsam auf die Distanz ein.
Bekommt aber jetzt auch wieder die Treffer von vorne. Die Colorado achtet dann natürlich auch auf ihn, aber er bleibt hier auf der Lexington drauf, weil so ein Flugzeugträger, der kann einen am Ende des Tages immer sehr, sehr unangenehm mitspielen. Und hinter ihm da auch nochmal ein Zerstörer, aber er bleibt jetzt hier auf der Colorado drauf. Auch nochmal ein satter Treffer. Jetzt wird hier gleich repariert und geheilt. Vielmehr. Fast alles auf Cooldown, außer seine Reparaturcrew. Die kann noch was leisten. So, und jetzt steckt da auch die Colorado da in Feuer und Flammen. Aber auch die Iowa orientiert sich hier in seine Richtung. Und er ist hier recht alleine. Also das ist jetzt eigentlich so eine unschöne Situation, in die er sich da manövriert hat. Einzig und allein die Fubuki, die hilft ihm da noch. Hat auch genug Torpedos hier im Wasser. ...9,2 Kilometer, das ist nicht viel zur Colorado. Hoffe natürlich jetzt, dass hier die Torpedos so ein bisschen helfen. Aber die sind leider alle daneben, wie man hier gut sieht. Wenigstens geht die Colorado jetzt hier auf die Fubuki, sodass er hier sich ein bisschen auf die Colorado kümmern kann und konzentrieren kann. Da sind schon wieder die nächsten Torps, die da Richtung Colorado ihren Weg sich bahnen. Und jetzt kommt da die Insel gehörig nahe. Er will wohl rechts drehen. Und jetzt ist er zerstört. Da haben es die Torpedos klar gemacht. So hinter sich da noch die, wo haben wir es? Da, die Iowa, die meinte ich. Auf die wird jetzt auch wieder gedreht und die will er sich wohl noch einverleiben. Da setzt er jetzt mal blindlings ein paar Torps hin. Natürlich gar nicht schlecht gedacht. Falls der Zerstörer da nämlich durchkommt, dann wird er da plötzlich überrascht. Aber das ist natürlich eher immer schwierig. So, jetzt hat er sich gleich so positioniert, dass er auf die Iowa gut draufkommt. Und von vorne, auch das darf er nicht ganz außer Acht lassen, da kommt noch eine Chapayev. Aber er hat jetzt erstmal nur Augen für die Iowa. Schießt jetzt hier mit AP, fahrt nämlich schön seitlich zu ihm. Ja, 6000er Hit. Aber man sieht jetzt auch, die Iowa, die schaut ihn ganz böse an. Die denkt sich jetzt auch, was willst du denn da drüben? Du kannst mir mal gar nichts. Und Chapayev jetzt von rechts, also jetzt hat er gleich links und rechts jeweils einen Gegner ganz allein für sich. So, und jetzt wird er hier angezündet und jetzt konzentriert er sich erstmal auf die Chapayev. Chapayev wird merklich langsamer. Und jetzt kommt er schön drauf, gibt ihn auch da die Zitadelle mit und holt sich schon jetzt die Unterstützermedaille. Mit dem nächsten Schuss oder der nächsten Salve sollte er ihn eigentlich wegmachen und das macht er sehr, sehr gut. Gott sei Dank, er hier keine Zitadelle, die er hier einfangen musste. Und jetzt wird es ein One-on-One mit der Iowa. Und das mit der Rhone, da muss man auch schon ein bisschen Cojones haben.
So, jetzt hier mit HE weiter drauf. Natürlich der Winkel leicht angeschrägt jetzt. Wobei die Iowa jetzt wieder dreht. Deswegen auch wieder hier AP jetzt am Start. Aber nach wie vor immer noch ein bisschen schräg. Jetzt wird auf die Wasserlinie geschossen. Schöner, satter Treffer. Da sieht man auch AP auf dem Schlachtschiff. Kann durchaus Sinn machen, wenn sie hier so seitlich sich präsentiert, wie in dem Fall. So, jetzt hat er aber wirklich richtig einstecken müssen. 19.000 Hitpoints gegen 30.000. Kann aber sich wieder ein wenig heilen und das macht er jetzt auch. Besser hätte es gar nicht wieder ready sein dürfen. So, jetzt wird wieder HE geladen. Es spricht gerade alles für sein Team. Sie haben aktuell genau jetzt 3 Caps, sind über 300 Tickets in Führung. Also da muss man sagen, passt es sehr, sehr gut. Und jetzt auch noch das Großkaliber und nochmal, also die Iowa, die hat ja mächtig Probleme mit der Rhone. Und jetzt wird es eine Kriegsführung auf Distanz. Und am Ende der Runde sind 170.000 Schaden bei ihm bzw. beim Gegner angekommen. Sehr satt, auch wenn er gerade hier nochmal ordentlich selber einstecken musste. Ich werde mich jetzt schon mal verabschieden. Hoffe, es hat euch gefallen und besonders hier mit diesem wunderschönen Tier 9 Schiff habt ihr ein wenig Unterhaltung gehabt. Wünsche euch weiterhin viel Spaß bei World of Warships. Bis bald, euer Alcaramba.